In unserem heutigen Zoom sprechen wir über die Highlights unserer gestrigen Börsenshow und beantworten natürlich wieder viele eurer Zuschauerfragen zu Einzelaktien, wie zum Beispiel Adidas, Deutsche Post, General Mills und Orsted. Aber auch Aktien mit frischen Unternehmenszahlen haben wir dabei. Hier sprechen wir über die Zahlungsdienstleister PayPal und Block, ebenso über Vonovia, Starbucks, Coinbase und Uniper. Es wird also spannend, bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen zum Zoom-Talk hier auf Aktienlust TV oder vielleicht sollte ich besser sagen zur Börsenshow-Nachlese. Gestern hatten wir ja große Premiere. Um 20 Uhr fand unsere erste Sendung der mittlerweile schon dritten Staffel von Aktienlust, die Börsenshow, statt. Als Hauptgast war Professor André Tess mit dabei, eine echte Energiekoryphäe. Von daher dreht sich auch viel um das Thema Energie. Natürlich haben wir in diesem Zusammenhang auch ein paar spannende Energieinvestments vorgestellt, mit denen ihr die hohen Energiekosten etwas ausgleichen könnt. Die Chinchillas waren wieder mit dabei und sorgten für gute Musik und Stimmung. Diesmal hatten wir sogar ein Live-Publikum und natürlich nicht zu vergessen das Highlight, unser Börsenspiel. Und diesmal gibt es sogar auch ein Zuschauerbörsenspiel, Jürgen. Ja, und natürlich nicht zu vergessen, der Highlight, unser Gastgeber, der Martin, der uns dann nachher noch mit der Gulaschsuppe verwöhnt hat. Ja, Ja, die habe ich also leider nicht das gehört kosten auch dazu. können. Aber natürlich, Highlight ganz klar, das Zuschauerbörsenspiel hat natürlich gestern in der Sendung, und bitte alle die, die jetzt vielleicht das zum ersten Mal gesehen haben, natürlich ein bisschen den Raum eingenommen, weil das muss man ja auch erstmal erklären. Der Mick hat, glaube ich, 7 Trailer dazu gedreht, ja. Um das alles irgendwie transparent zu machen. Aber das gehört ja auch dazu. Und ich glaube, dass wir heute auch nochmal diesen QR-Code hier irgendwie einblenden, ja, mit dem man sich da anmelden kann. Und das sollte man auch tun. Und ich versuche es jetzt auch nochmal einfach runterzubrechen. Also, Active Trades, unser Kooperationspartner, hat ja unseren Wunsch praktisch umgesetzt mit Programmierern, dass ihr alle da draußen auch mitspielen könnt. Aber so eine Plattform ist natürlich auch nicht ganz einfach zu verstehen. Und deswegen haben wir so einen Ausprobiermonat, Probemonat jetzt erstmal vorgesehen. Wobei man da auch natürlich einen tollen Preis gewinnen kann. Der Mick hat das ja auch schön erklärt, diesen Wellness-Tempel da am Bayerischen Wald. Also es lohnt sich auch jetzt schon zu zocken, und im ersten Monat kann man wirklich diese Plattform mal richtig testen. Da kann man Aktien kaufen und auch verkaufen. Also wer auf fallende Kurse setzen will, der kann da praktisch auch Short gehen. Kreuz und quer kann man alles mal ausprobieren. Vor allen Dingen lerne ich da diese Plattform kennen. Wie platziere ich meine Orders und so weiter. Alles kostenlos natürlich. Ich habe ein Demokonto, ich habe 10.000 Euro Spielgeld. Kann ich loslegen, blind. Und wenn es weg ist, ist es weg. Gut, dann kann ich auch nichts mehr mitmachen. Und der Monatspreis, der geht natürlich dann auch an mir vorbei. Aber dann, wenn es richtig losgeht, wenn es um die 10.000 Euro geht, dann werden alle Depots, ja, auf 10.000 Euro wieder quasi auf Null gestellt. Und dann spielt man, wie Nicole jetzt im Börsenspiel spielt, nämlich man kann nur kaufen und muss wenigstens 7 Tage da in der Position drin bleiben, bevor man wieder verkaufen kann. Also das ähnelt da schon natürlich dem Börsenspiel unserer Profis. Und das sollte man sich nicht entgehen lassen, weil natürlich auch dann haben wir Monatsgewinne. Also wenn es für den Gesamtgewinn nicht reicht, vielleicht dann wenigstens für einen Monatsgewinn. Und ich glaube, das ist eine schöne parallele Geschichte zur Sendung. Mick Jens, was waren eure Highlights aus der gestrigen Show? Na gut, es war natürlich mal zuerst mal so interessant zu sehen, was so die Börsenspielteilnehmer im ersten Schritt natürlich machen, das heißt also kaufen, und da haben wir ja auch ein bisschen Zurückhaltung gesehen. Also all in ist da von vornherein keiner gegangen, auch Volker Schulz sehr bedächtig in den Markt hineingegangen. Ich meine, ihr mit 3 Werten mit dabei, dann hatten wir ja von Mission Money Mario Lochner mit dabei, der auch ein bisschen vorsichtig ist. Das fand ich schon ziemlich faszinierend. Und Professor André Tess war natürlich klar für den Bereich Energie eine absolute Koryphäe. Es war einfach schön, ihm zuzuhören. Da hätte man auch sicherlich noch länger plaudern können. Ja. Ich fand Was es wir schön, wie natürlich euch nach über der Show auch noch getan haben, ja, Ja. also. Ich fand es schön, wie euch über das Kiffen ausgetauscht habt. Ja. Ja, also man hat das Gefühl, ihr sprecht da alle nicht von leeren Tüten sozusagen. Ihr habt Ja. da zusammen mit Herrn Lauterbach vielleicht schon mal vorgekostet, wie es so wird am Tag danach.
Und Nicole, deine Hershey's-Aktie war natürlich mein Highlight. Damit bist du jetzt, glaube ich, mit den guten Zahlen heute vorangebrettert. Und ich hoffe, dass du mich mit in den Bayerischen Wald nimmst in dieses Luxushotel, wenn du deine Preise einsagst. Ja, Ja, kommen wir ja später noch drauf, Jens, ne? Ja. oh. Ja, in der, also zur Hershey-Aktie. Ach In der Börsenshow-Nachlese wollen wir ja immer auf die Chatfragen aus der gestrigen Sendung eingehen. Hier habe ich auch wieder einige zusammengestellt. Nur zuvor blicken wir wie immer kurz auf die Märkte und es gab ja auch noch jede Menge frische Quartalszahlen, denn wir stecken immer noch mitten in der Berichtssaison. Was mir aufgefallen ist, Jürgen, heute Morgen gab es in Hongkong bzw. China ein regelrechtes Kursfeuerwerk. Der Hang Seng legte eine Mega-Rallye hin. Hier gab es Hoffnung auf ein Ende der Null-Covid-Politik und bei den US-Audit-Verfahren kommt man auch wohl schneller voran. Sind China-Werte jetzt wieder interessant für dich oder bist du immer noch weiterhin vorsichtig? Ja, der Volker Schulz, der hat mir heute Morgen schon eine WhatsApp geschrieben, ja, ob er schnell noch nachordern kann in China, ja. Man munkelt ja auch vielleicht, dass es an Olaf Scholz liegt, ja, weil er ist ja jetzt unterwegs mit einer Delegation, irgendwie 3 Tage ist er unterwegs für 4 Stunden China, ja, weil Anreise, der muss sich hier testen und noch im Flugzeug und wenn er gelandet ist und was weiß ich, glaube, wenn er das Land verlässt, muss er es nochmal machen. Gut, wenn er bei uns in Deutschland dann ankommt, ist das Thema dann durch. Und hat auch wirklich viele CEOs an Bord, also Unternehmenschefs, ja. Alles dabei, was Rang und Name hat. BASF natürlich, Linde, die Autobauer und auch BioNTech, ja, ist dabei. Ne, und es tut sich einiges. Ja, und wie gesagt, heute in Hongkong ging es ordentlich nach oben, wegen den beiden Meldungen eben. A, dass man wirklich spekuliert jetzt, dass man vielleicht die Covid-Maßnahmen oder die Null-Covid-Strategie ein bisschen auflockert, ja. Immerhin BioNTech darf jetzt, glaube ich, auch Ausländer, die in China leben, impfen, oder die dürfen sich selber impfen lassen. Und natürlich eben die behördlichen Untersuchungen kommen voran. Und das dämpft diese Delisting-Gefahr, ja, die auf so den China-Aktien natürlich immer noch gelastet hat. Es gibt ja die Spannung zwischen den USA und China, sind ja bekannt. Aber da sind die US-Behörden da weit fortgeschritten. Angeblich haben die sogar ihre Prüfungen weitgehend beendet und sind da sehr zufrieden gewesen. Also, und das ist ja das, worauf wir immer setzen. Ja, bei allen Beklopptheit in dieser Welt, ja, und bei allen Kriegstreibern, die da unterwegs sind, schätze ich den Chinesen am Ende doch einfach als er ist clever, ja, und er will natürlich das Beste überall rausholen und deswegen ist er auch daran interessiert, natürlich mit den Amerikanern irgendwo übereinzukommen und das ist ein schönes Zeichen, finde ich, und das wurde halt am Markt heute gespielt. Aber dieselbe Frage, ist es jetzt soweit, dass man wieder in China-Aktien investieren kann? Es hat sich ja großartig jetzt trotz allem nichts geändert, bis eben auf die Aussage oder die Aussichten, dass es in China wieder besser werden könnte. Das eigentliche Problem bei China-Aktien bleibt eben die veränderte politische Situation. Also Xi Jinping, der sich jetzt zum Generaloberstaatschef bis Lebensende gekürt hat. Was bedeutet das jetzt letztendlich? Ich glaube, trotz allem sollte man das nicht übertreiben. China war noch nie eine Demokratie, ist es auch jetzt nicht. Und trotzdem ist es ein sehr kapitalistisches Land, ja. Und die Unternehmen sind extrem kapitalistisch unterwegs. Also ich glaube nach wie vor, dass man in China investieren kann. Man sollte die Schwerpunkte nicht überdimensionell gestalten, ja. Aber also die Unternehmen, die wir hier immer mal auf dem Schirm haben, ob das eine JD ist, eine Tencent oder eine BYD, ich glaube, ja, da sollte man die Angst ein bisschen außen vor lassen und wirklich darauf setzen, dass die immerhin die demnächst größte Volkswirtschaft der Welt, irgendwann wird man die Amerikaner komplett da überholen, dass man da auch in die besten Unternehmen investieren kann. Ist auf jeden Fall meine Meinung. Jens, was sagst du dazu? Also zu China allgemein, wir haben es vielleicht in den letzten Jahren da ein bisschen mit dem Enthusiasmus übertrieben. Also zum Schluss hatten wir diesen Eindruck, dass die Chinesen barfuß auf dem Fahrrad zum Mond radeln können. So heilig sind die in allem. Wir sind auch da überall davon gefahren. Also wenn man sieht, alles, was bei uns mal Schlüsseltechnologie war, ist nach China gewandert und wir haben es einfach fallen lassen. Also der gestern Jinko Solar wurde gestern ein paar Mal genannt. Da ist China Nummer 1 weltweit. Das war mal deutsche Schlüsseltechnologie.
glaube, Deutschland taucht so in den ersten Top 10 gar nicht auf, bei den Top 20 auch nicht. Und irgendwo auf Platz 97 kommt dann die erste deutsche Firma, die aber keine Rolle spielt oder sowas. Also wir haben wirklich alles aus der Hand gegeben, aber wir haben eine Technologie behalten. Und auf die sollten wir wirklich stolz sein. Und ich weiß, das ist ein Thema, das den meisten Deutschen momentan kolossal auf den Geist geht. Das Thema Impfen. Also bis auf unseren Herrn Lauterbach nimmt das Wort keiner mehr in den Mund. Und dabei ist das Thema wirklich sehr wichtig, auch wenn ich mir jetzt wieder einen Splitter einziehe. Leute, die öfter hier zugeschaut haben, wüssten vielleicht, dass Impfen nicht sofort heißt, absolut unsterblich sein, sondern dass es eine Immunisierung des Körpers ist und dass man da dreimal sich impfen lassen kann und trotzdem krank werden kann, das keine Hexerei ist, hat auch nichts damit zu tun, dass man sich jetzt da irgendwie gepfuscht hat bei BioNTech, sondern es geht halt eben darum, den Körper darauf vorzubereiten, was kommen kann, Immunabwehrentstellung bringen. Und da sind wir in Deutschland wirklich noch auf Platz 1. Und unsere Hoffnung, unser Exportschlager Uwe Schein mit seiner BioNTech fährt gerade nach China und darf nun immerhin Ausländer impfen. Das ist ja schon mal ein großes Zugeständnis von China. China sagt damit nämlich in den Untertiteln, Sinovac taugt nichts, Leute. Also haben wir ausprobiert, ist so wie Himbeersaft, nur teurer. Und dann hilft leider nicht gegen Viren, sondern vielleicht gegen Fliegen. Man muss es mal ausprobieren. Also jedenfalls macht China sich, gibt schon eine gewaltige Blöße. Und ich kann mir gut vorstellen, dass China sich Schritt für Schritt der mRNA-Technik öffnen wird. Denn mRNA ist eben wirklich nicht immunisieren alleine. Also es ist nicht nur gegen das Impfen gut, sondern es könnte der Gamechanger sein bei schlimmen Krankheiten. Da reden wir jetzt von Krebs. Also BioNTech ist Lungenkrebs, Eierstockkrebs, Darmkrebs in Phase 1 sehr erfolgreich. Wir können gerne mal Sendung machen über die einzelnen Phasen, was sie bedeuten. Phase 1 ist noch nicht wirklich der Durchbruch. Phase 2, Melanoma, Hautkrebs. Auch hier ist mRNA ein großer Hoffnungsträger. Und natürlich Comirnaty, also der Impfstoff, ist relativ schnell freigeschaltet worden. Unüblich. Damals ging es uns wirklich ans Leder mit dem Covid-Thema. Aber wir haben so viel in der Pipeline. Und wir reden auch von AIDS, wohlgemerkt. Auch AIDS könnte man eventuell mit einer Autoimmunisierung besiegen. Da gibt es schon positive Fälle, wo es nachgewiesen wurde. Wo Menschen, die AIDS hatten, plötzlich kein AIDS mehr hatten. Und auf diesen Fällen kann man aufspringen mit der mRNA-Technik. Und sie ist auch noch günstig, weil ich immer höre, die scheiß Pharma-Lobby, die macht sich die Taschen voll, eben nicht mit diesen Mitteln. Diese Mittel sind relativ leicht zu replizieren und man könnte wirklich eine Medizin für hoffnungslose Menschen anbieten, die ihnen wieder Hoffnung geben. Und das Ganze wäre bezahlbar, dass es endlich auch für die dritte Welt möglich wäre. Und da sollten wir uns ein bisschen stolzer zeigen. Also meine Brust ist so geschwollen, wie es eben nur geht für einen untrainierten Menschen, mich, wenn ich an China und an unsere BioNTech denke. Und ehrlich, KGV von knapp 4,3 oder sowas, die Aktie ist ja. Jens geht heute kräftig hoch, aber wenn ich ihn jetzt habe dozieren hören, unseren Jens, ja, das wäre vielleicht auch mal so ein Schwerpunktthema für unsere Show, ja. Gesundheit, Pharmazie, wo geht die Reise hin? Holen wir uns vielleicht auch einen Fachmann noch, irgendeinen Professor, Doktor, keine Ahnung, und dann stellen wir den Jens daneben. Das wird bestimmt eine schöne Sendung, schöne Diskussion. Müssen wir mal überlegen, ob wir das mal umsetzen. Fände ich sehr, sehr spannend. Oder wir holen Karl Lauterbach, machen Kifferspezial noch. Wäre auch eine Möglichkeit, ja. Die Kate noch dazu und dann geht's rund. Mick, was war sonst noch so los diese Woche? Die Leitzinsen wurden ja wie erwartet am Mittwoch von der Fed um 0,75% angehoben und ansonsten hängt ja heute einiges davon ab, wie der US-Arbeitsmarktbericht ausfällt und der dürfte ja jetzt schon veröffentlicht sein, eine Stunde früher als sonst, nämlich schon um 13.30 Uhr wegen der Zeitverschiebung. Wie hat der Markt die Daten interpretiert? Ja, man wundert sich ja manchmal über den Markt oder über China oder über Scholz. Ich wundere mich mittlerweile über gar nichts mehr, muss ich sagen. Also von daher bin ich da relativ entspannt. Ich warne nur davor, halt eben den Chinesen nicht zu unterschätzen, vor allen Dingen, wenn es um seine Begehrlichkeit, nämlich Taiwan, geht. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass Xi Jinping sich das holen wird und das noch zu seiner Lebzeit. Und da möchte ich nicht wissen, wie der Markt reagiert, beziehungsweise die Sanktionen aussehen. Also von daher bin ich da bewegt etwas vorsichtig. Ja, wir sehen es aber heute, die Arbeitsmarktdaten sind raus.
Und ja, der DAX geht ab wie ein Flummi, mal rauf und mal runter. Man hat sogar mehr neue Stellen geschaffen, 261.000 und damit 30% mehr, als die Analysten gedacht hatten. Aber die Arbeitslosenquote stieg trotzdem auf 3,7% in den Vereinigten Staaten nach 3,5% im Vormonat. Ja, der DAX ist dann zuerst einmal ein bisschen runtergefahren auf 13.260, erholt sich allerdings momentan mal wieder und tut so, als ob da gar nichts gewesen wäre, liegt bei 13.372. Das heißt also, die Zahlen verarbeitet er tatsächlich nebenher ganz hervorragend. Und ich meine, man muss natürlich auch dazu sagen, wir sprechen immer wieder über die Arbeitsmarktdaten. Ja, und wenn wir die von heute nehmen und mal rückprojizieren von vor 3 Monaten, dann hätte es mal richtig geknallt am Markt. Ja, also es hätte tatsächlich für ordentliches Aufsehen gesorgt. Ähnlich wie diese Woche, du hast es angesprochen, Nicole, die Federal Reserve, Jerome Powell, meine, dass er den Leitzins um 75 Basispunkte anhebt, waren klar. Jetzt liegen die Amis bei 3,75-4%, aber man hatte sich eigentlich so ein bisschen erhofft, dass Jerome Powell sagt, ist in Ordnung, jetzt liegen wir in unserem Zielkorridor, jetzt lassen wir das Ganze mal ein bisschen langsamer angehen. Aber das hat er gerade nicht gesagt. Nein, er hat gesagt, er bleibt bei seiner Stringenz, er bleibt bei seinem geldpolitischen Kurs und den wird er auch dieses nächstes Jahr 2023 weiter fortführen. Das heißt also, dass man da mit einer Erleichterung vom Tempo oder von der Höhe her rechnen kann, das ist aktuell noch überhaupt nicht ausgemachte Sache und dementsprechend beleidigt oder unruhig sind natürlich die Märkte auch nach der FED-Sitzung halt eben rausgegangen. Und jetzt gehen wir mittlerweile natürlich davon aus, dass im nächsten Jahr die Leitzinsen in den Vereinigten Staaten auf 5% angehoben werden. Da müssen wir mal schauen, wie die Amis da dementsprechend halt eben mit zurückkommen bzw. damit ausgehen. Das war das, was den Markt diese Woche so von Konjunkturdaten her geprägt hat. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Also diese Geschichte aktuell, Inflation, Fett und so weiter. Ich meine, das ist ja nicht klassisch, ja, wie wir es von früher her kennen. Aktuell, man hofft ja regelrecht drauf, dass es mal schlechte Arbeitsmarktdaten, schlechte Konjunkturdaten. Ja, ich glaube, Jerome Powell jubelt, wenn die Unternehmenszahlen schlecht ausfallen. Ja, eigentlich schizophren. Ja, normalerweise sollte sich die Börse freuen, wenn die Daten gut ausfallen. Machen sie aber nicht, gerade das Gegenteil. Wegen eben dem Umkehrschluss, dass man denkt, oh je, dann wird noch mehr irgendwie angezogen. Dabei, ich meine, der Ursprung dieser Inflation, der ist ja nicht, dass die Wirtschaft heiß gelaufen ist wie Hulle, ja, sondern es sind ja andere Gründe. Deswegen, ich bleibe mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wie hat der Professor gestern schön immer wieder gesagt, also Prognosen, ja, da ist er vorsichtig, ja. Kann man auch verstehen. Ja. Bleiben wir beim Thema Inflation. Passt auch zu meiner nächsten Frage. Der Almfrosch wollte nämlich von dir wissen, Jens, was denkst du über die Inflation nächstes Jahr in den USA? Laut Morgan Stanley soll sie ja verstärkt zurückkommen. Ja. Also das Thema Inflation ist so ein psychologisches bei uns Deutschen, weil als ich so alt war wie du, Nicole, hat es doch geheißen, früher war alles billiger und heute sagt man, letzte Woche war alles billiger. Also ich muss da immer an meinen Freund Mick und seinen Thunfisch denken und die Preissteigerung. Genau. Deckt euch ein, Leute, der Winter kommt und wenn dann kein Thunfisch da ist. Die Inflation in den USA wird stark bleiben und das ist so eine Art, also das ist der gute Teil der Inflation. Also die Wirtschaft, hatte Jürgen richtig gesagt, wächst wie Hulle momentan. Es gibt wenig Arbeitskräfte, aber die Nachfrage nach Waren wächst weiterhin. Energie macht momentan so eine Seitwärtsbewegung in den USA, aber es gehen die Arbeitskräfte aus und die Löhne steigen gewaltig, was natürlich heißt, dass die Nachfrage noch weiter steigt, weil wenn Leute mehr Geld zum Ausgeben haben, dann verplempern sie das Geld, kaufen sich, keine Ahnung, Ohrringe aus Elfenbein oder sowas. Und dann haben wir das Problem, dass alles teurer wird und das wiederum die Preise antreibt und dann haben wir wieder Inflation. Die Wirtschaft kriegt mehr Geld dafür und so dreht sich die Spirale. Dem kann man entgegenwirken, indem man die Zinsen erhöht und so ein bisschen sanft die Bremse zieht, was ja auch in den USA geschieht und die Immobilienbranche so ein bisschen gerade, ja, also wer sieht so die ganzen Lofts in New York und so, da wird allmählich den ersten Investoren werden die Füße kalt, weil sie sagen, oh, bei den Zinsen, ob die sich gut refinanzieren können. Ja, haben wir in Deutschland, mit der Vonovia auch. Der Vorteil in den USA ist aber, die können sich das leisten. Während wir, jetzt kommen wir nach Europa zurück,
uns das nicht leisten können. Denn in Deutschland haben wir eine gewaltige Misswirtschaft. Denn wir sind eben nicht Deutschland, wenn ihr es gemerkt habt, wir sind Europa. Wir können also nicht so, wie wir wollen, weil wir haben noch Italien, Spanien, Frankreich und Griechenland am Tisch sitzen und die haben da ganz andere Vorstellungen als wir. Wenn wir in Deutschland uns über 3% Inflationshemd machen, die Italiener und Griechen kennen nur 10, 12, 15%. Fahr mal im Jahr 1980 nach Italien und bestell eine Pizza Margherita und fahr ein Jahr später hin, da kostet die 1000 Lira mehr oder sowas. Das war üblich. Das war einfach so, die kannten das gar nicht anders und damit müssen wir uns abfinden, weil wir zahlen jetzt aus einem Topf. Neben dieser Misswirtschaft kommt noch dazu, dass die Warenproduktion einbricht, weil die Energie teurer wird. Die hohen Energiepreise sind natürlich momentan kriegsgesteuert, aber die werden kompensiert, indem Olaf Scholz es wumsen lässt im Kanzleramt. Einen Wumms nach dem anderen. Wir hauen die Kohle raus, als würde sie auf Bäumen wachsen, beziehungsweise als Unkraut aus der Rinne schießen. Und das ist das nächste Problem. Denn wenn immer man 200 Milliarden auf den Tisch packt, was fördert man da? Die Misswirtschaft, weil da kommen sofort Leute mit Begehrlichkeiten, die sagen, oh prima, kann ich gut brauchen, ist bald Weihnachten. Also die Taschen werden nicht sinnvoll entleert, sondern die wachsen in alle Richtungen und wuchern die aus. Dadurch kommt aber auch wieder eine Geldentwertung, die mit steigenden Löhnen einhergeht. Die steigenden Löhne führen aber zu wachsenden Insolvenzen, was darum wiederum dazu führt, dass wir eine steigende Arbeitslosigkeit haben, die wir kompensieren durch Bürgergeld. Super Idee, gigantische Idee, bis es sich dann gar nicht mehr lohnt. Und dadurch jetzt auch steigende Zinsen dazukommen, weil die EZB sagt, wir machen es wie die Amis, wir ziehen die Zinsspirale an, dann würgen wir das Letzte, was in Deutschland funktioniert an Wirtschaft, würgen wir auch noch mit ab. Also habe ich jetzt Pessimismus verbreitet? Das hoffe ich doch. aber Jürgen nickt schon mit dem Kopf seitlich, das heißt nee. Also wie gesagt, natürlich sind das vermeintlich logischen Kettenreaktionen, ja, wie aus dem Lehrbuch. Aber wie gesagt, es gibt viele Dinge, die können dazwischen kommen, die das Ganze wiederum von heute auf morgen auch wieder gänzlich anders darstellen lassen. Ja, also ich finde, viele Preise sind schon extrem rückläufig, kommen halt noch nicht an, aber es gibt auch wieder mal die Spirale, die anders läuft. Ja, und das hat halt aktuell überhaupt gar keiner auf dem Schirm. Und aber für eins sind wir uns einig, Jürgen, ja. Die wirkungsvollste Alternative gegen Inflation ist und bleibt die Aktie. Sowieso, ja, und das ist definitiv der Fall. Und ich glaube, wie gesagt, wir haben immer noch diese ganze Aufarbeitung, das ging mit Covid los, ja, und hat alles aus den Fugen gebracht. Und ich glaube, wir brauchen einfach eine Zeit, bis wir da das alles wieder auf der Linie, auf der Schiene haben, bis sich das alles wieder beruhigt hat. Ja, und danach sieht die Welt gar nicht schlecht aus. Und in Bezug auf das, was wir machen, Börse, und das, da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, die Chancen, die wir jetzt haben, alle denken, oh je, die Aktien, die werden noch viel, viel fallen. Das beste Beispiel ist die Türkei. Das war eine der besten Börsen, obwohl sie eine Rieseninflation haben, eben wegen der Inflation, weil irgendwann die Leute gedacht haben, ich gebe mein Geld lieber in die Aktien. Ja, und ich glaube, irgendwann kommt dieser Gedanke auch hier wieder verstärkt auf den Schirm. Und ich glaube, da haben wir einiges wieder nachzuholen. Und wer jetzt jung ist und Zeit hat, und nicht schon regelmäßig im Sargtischler über die Farbe diskutiert, sondern noch irgendwie das Leben vor sich hat, der sollte nicht den Fehler machen und jetzt irgendwie rumzögern oder sowas. Seid ein bisschen mutig. Macht's wie Nicole, Schokolade geht immer und so weiter. Und genau, also öffnet euch der Sache. So. Ihr seid hier richtig. Ja, absolut. Hey Jürgen, gestern Abend während der Sendung kamen ja die Quartalszahlen von PayPal und Block rein. Da wurde im Chat heftig diskutiert, zum Beispiel der Egon K. Was ist denn jetzt mit PayPal los? Weiß jemand etwas? Und Looney Tone Fan schreibt, Block, gute Zahlen wurden geliefert. Ja, das waren wirklich verrückte Bewegungen. PayPal teilweise minus 15%, obwohl die Zahlen eigentlich okay waren. Der Umsatzausblick war etwas unter den Erwartungen, aber die Ergebnisprognose wurde angehoben. Die Block-Aktie hingegen hebt nach den Zahlen ab. Die war zweistellig im Plus. Wie bewertest du das Ganze? Ich finde ja immer interessant, also wie gerade unsere Zuschauer auch viel zu kurzfristig denken. Ja? Natürlich, wie das auch immer wieder bedient. Ja? Schön fand ich zum Beispiel gestern auch eine nachschauliche Diskussion mit Volker, der sich übrigens auch völlig sicher ist, dass Meta irgendwann neue Höchststände erreicht. Ja?
Ne? Also natürlich in seiner eigenen Funktion ist er kurzfristig sehr defensiv und vorsichtig, ist sich aber diesbezüglich auch absolut sicher. Sondern alles andere ist Feintuning. Und natürlich, wenn irgendwo erstmal der Krug angebrochen oder und alle stürzen drauf und drüber, da gibt es noch mehr Scherben. Und das ist halt aktuell auch bei PayPal der Fall. Ist halt einer der Verlierer. Und wenn man dann nicht wirklich was ganz Tolles liefert, dann geht es weiter runter. Und das war halt so gestern der Fall. Weil eigentlich, wenn ich mir die Zahlen anschaue, ich persönlich bin damit zufrieden. Und mich persönlich machen die Zahlen und selbst der Ausblick zuversichtlich, dass das Unternehmen die Kurve kriegt und die Aktie auch wieder steigt. Weil schauen wir es uns mal an. Also im dritten Quartal ging es mit dem Umsatz um 11% hoch. Also nicht irgendwie, dass da alles zusammenbricht. Nee, 11% hoch, 6,85 Milliarden Dollar. Besser als erwartet. Ja. Und sogar das Wachstum hat sich leicht beschleunigt zum Vorquartal. Da ging es 9% hoch, jetzt 11%. Also es ist was sich da positiv entwickelt. Nettogewinn sogar 22% hoch auf 1,3 Milliarden. Aber wie gesagt, man ist natürlich kurzfristig vorsichtig aufs. Ich meine, Amazon hat jetzt fürs Jahresende, dass die Leute jetzt nicht wie ihre Weihnachtsgeschenke kaufen und mit PayPal bezahlen. Ja, das betrifft Amazon wie auch PayPal. Ja, aber das ist kurzfristig gedacht. Ja, jetzt haben die Aktien ja schon ordentlich eines aufs Dach gekriegt. Okay, jetzt nochmal. Und das ist ja auch immer wieder diese Geschichte: Verlierer eines Jahres zum Ende hin. Werden die erst auch nochmal ignoriert. Ja, die Fonds wollen die Gewinner im Fonds, die kaufen sich nur Hershey. Ja, weil sie sagen, hey, geile Aktie brauche ich am Ende des Jahres, muss ich zeigen, dass ich rechtzeitig auf Süßigkeiten gesetzt habe. Ja. Und die man nicht unbedingt zeigen will, wie eine Meta oder irgendwie jetzt auch eine PayPal, die lässt man erstmal außen vor. Und dann kommt das Window-Dressing dann zum Ende hin, wo das passiert. Und zwischen den Jahren werden die Aktien dann wieder verstärkt eingesammelt. Also eine PayPal würde ich mir vor allen Dingen nach Weihnachten mal dann genau anschauen als Vorgriff für das kommende Jahr. Weil wie gesagt, jetzt schauen wir es einfach. Operativer Cashflow hoch 29% auf fast 2 Milliarden. Free Cashflow 37% besser als im Vorjahr. Also die Finanzierungskraft bei PayPal steigt, auch die Kundenanzahl zugenommen, hat wieder 2,9 Millionen dazu gewonnen, insgesamt jetzt 432 Millionen Accounts und ich bleibe dabei und das ist das, was ich in der Vergangenheit, ich sag mal, das ist mein Erfolgskonzept, in das zu investieren, von dem ich selber Kenntnis habe und überzeugt bin. Ja? Der Jens, der macht das im Pharma- und Gesundheitsbereich, ich mache das in meinem eigenen Verbrauchsbereich. Wenn ich irgendwas einkaufe im Internet und ich kaufe viel im Internet ein, weil ich halt nicht so viel in die Stadt zum Shoppen komme, sondern ich mache das halt online. Und für mich elementar wichtig, die Bezahlfunktion PayPal. Das ist für mich Vertrauen, weil wer viel im Internet einkauft, ja, und mir ist das dieses Jahr wieder mal passiert, ja, wo ein Lieferant einfach nicht geliefert hat, ja, und wo dann im Internet schon die Stimmen laut wurden, oh je, vielleicht Betrugsstory und alles, wie kriege ich mein Geld wieder? Ich habe bei PayPal den Fall gemeldet und peng, habe ich mein Geld wiedergekriegt. Ja, und das ist doch etwas Vertrauen, was User nutzen, 432 Millionen. Und die bauen jetzt alles um. Die haben ja auch mit ihrer Tochter, wie heißt sie nochmal, mit Venmo, ja, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, erstens jetzt schon mit Amazon einen Deal, jetzt machen sie auch noch mit Apple einen Deal. Ja, also auch hier, das ist eine beliebte Plattform, wo man auch Geld transferiert untereinander, aber auch bezahlen kann, gerade bei jungen Menschen, USA sehr, sehr beliebt. Ist man jetzt bei Amazon dabei, also das wird verwirklicht in den USA und auch Apple setzt das jetzt um. Und jetzt Ausblick fürs Geschäftsjahr 2022. Dann ging man bislang von einem Wachstum Umsatz von 10% aus. Jetzt hat man das korrigiert auf 8,5%. Ich meine, die Aktie hat vorher schon so viel auf den Deckel gekriegt, ja, und jetzt dafür nochmal bestraft. Und da muss man ja auch berücksichtigen, als die Prognose von 10% gestellt haben, haben die ja auch nicht gedacht, dass der Dollar stark wird gegenüber dem Euro. Ich meine, die machen viel in Europa, aber wenn der Euro da irgendwie kollabiert und die machen da viel, ja, das wirkt sich natürlich auch aus. Ja, also das muss man hier auch berücksichtigen. Aber immerhin, für 23 haben sie schon mal ein Wachstum für den Gewinn je Aktie von 15%
ausgelobt. Ja, also man blickt da schon mal voraus. Also ich bleibe für PayPal optimistisch. Man kriegt es jetzt endlich auch mal zu einem fairen Preis oder einem echt günstigen Preis. KGV unter 20 mit Blick aufs nächste Jahr 15. Ich weiß nicht, wann PayPal mal so günstig war. Und da würde ich dabei bleiben. Ja. Block hingegen hat man ja im Vorfeld jetzt für heute schon nach oben getrieben nach den Zahlen. Die Älteren hier oder die älteren Zuschauer oder die länger dabei sind, kennen es natürlich noch unter Square. Ja, auch eben eine beliebte Payment-Plattform, wo man eben auch, was ja PayPal noch machen will, auch Kryptos transferieren kann, halten kann, handeln kann und so weiter. Und hier ging es mit den Zahlen eigentlich auch gut vorwärts. Bruttogewinn 38% auf 1,57 Milliarden. Gewinn je Aktie 42 Cent, erwartet waren 23 Cent. Monatlich aktive Nutzer hoch um 2 Millionen auf 49 Millionen. Ja, aber auch hier, na, Vergleich, PayPal 2,9 Millionen, obwohl man 432 hat. Na, natürlich kann man sagen, ja, prozentual ist das natürlich bei Block jetzt besser. Aber auch hier Börsenwert Block 33 Milliarden Euro immerhin. Ja, man hat schreibt noch Verluste, also ist natürlich noch deutlich teurer. Klar, letztes Jahr hat man auch Gewinn gemacht, dieses Jahr macht man einen Minus. Richtung nächstes Jahr sieht es da auch noch nicht so besser aus. Ich finde Block ebenfalls total spannend, muss ich sagen. Aber da ist natürlich immer so ein bisschen die Gefahr größer. Also ich bleibe dabei, wenn ich jetzt investieren würde, ich würde mich für eine PayPal entscheiden. Und solange ich noch nicht Kunde bei beiden bin, gibt es auch Wachstumspotenzial. No. Ja. Gestern kam auch die Frage auf, ob man jetzt bei Vonovia einsteigen kann. Und darauf antwortete der Ratze oder Race, dass man bei Vonovia mal die Langzeitschulden anschauen soll. Er wollte nämlich auch kaufen, aber bei der Hürde war er dann raus. Ja, der Konzern heute Morgen auch mit frischem Zahlenwerk. Die Ergebnisse waren gut. Man hat in den ersten 9 Monaten die operativen Gewinne und Umsätze um mehr als ein Drittel gesteigert. Der Kurs ist jetzt auch schon, oder im Kurs ist wahrscheinlich schon einiges eingepreist. Denkst du, es lohnt sich, hier wieder an Bord zu gehen? Denkst du, es ist jetzt der richtige Moment? Ja, meine, es ist natürlich nach wie vor heikel. Klar, meine, die Inflation treibt natürlich auch die Immobilienunternehmen um, aber es ist vollkommen richtig, die Zahlen, die wir jetzt bekommen haben, waren wirklich gut und Umsatz, wie gesagt, in den ersten 9 Monaten alleine 31% auf 4,6 Milliarden Euro. Das ist natürlich letztlich auch schon ein Pfund, ist natürlich auch dem geschuldet, dass die Integration der Deutschen Wohnen, die man ja dort übernommen hat von Vonovia, tatsächlich immer weiter voranschreitet. Und wenn wir uns mal überlegen, dass mittlerweile 550.000 Wohnungen in Schweden, Österreich und Deutschland zur Vonovia gehören, mit einem letztlichen Portfoliowert von 99 Milliarden Euro, dann ist das natürlich schon eine Riesenhausnummer. Und zudem hat man natürlich auch noch einiges an Wohnungen, die man nur in Anführungszeichen verwaltet, also nicht im Eigentum drin sind. Aber Vonovia macht einen relativ guten Job, will ja auch in den kommenden Jahren noch 66.000 Wohnungen verkaufen. Da kommt dementsprechend halt immer noch ein bisschen Geld rein. Ja, wenn wir uns die Aktie anschauen, lag natürlich im Hoch auch schon wesentlich höher bei 52,30. Heute plus 4% nach den Zahlen bei 22 Euro, hat sich also mehr als gehälftet, aber ist natürlich zudem auch noch ein interessanter und würdiger Dividendenzahler von 3,4% Dividende. Ja, also und man hat natürlich auch ganz klar gesagt, man will in Zukunft jetzt nicht mehr so viel investieren, wie man das bis dato gemacht hat. In diesem Jahr hat man ja noch Investitionen von 1,4 Millionen Euro geplant. Das sollen im nächsten Jahr nur noch 850 Millionen sein für halt eben den Bereich der sogenannten Modernisierungen. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, Baukosten sind unsicher, Förderprogramme und so weiter und so fort. Das belastet vor allen Dingen natürlich klar die Immobilienunternehmen. Aber wie gesagt, ich kriege die Aktie aktuell mehr als die Hälfte. Und vor allen Dingen, man schaut halt eben bei Vonovia, dass man, auf die Antwort des Fragestellers zu kommen, dass man höhere Barmittel hat und somit halt eben auch dann seine Schulden besser tilgen kann. Also das hat der Vorstandsvorsitzende Rolf Buch dementsprechend auch gesagt. Und da finde ich das natürlich schon interessant momentan, das Papier, muss ich sagen, bei 22 Euro. Und wenn ich mich für
Immobilien interessiere, keine eigene kaufen will, da gehen die Preise ja noch exorbitanter nach oben und die Zinsen sowieso, dann ist Vonovia natürlich am und im Markt sicherlich natürlich einen Blick wert. Jens, wo trinkst du denn am liebsten deinen Kaffee? Du meinst richtigen Kaffee oder meinst du das, was du jetzt ansprechen willst? Das, was ich jetzt ansprechen will. Diesen Macadamia Nudge Fudge irgendwas. Spicy Pumpkin. Genau. Also, ja, wenn man es doch als Kaffee bezeichnen mag, gell? Ja, also wir reden von Starbucks. Ich war nämlich letzte Woche mal wieder seit langem bei Starbucks und da habe ich so einen kleinen, also Small White Kaffee Mokka getrunken. Für sage und schreibe, haltet euch fest, 5 Euro noch was, 5,19 Euro oder sowas oder 20. Also ich würde sagen, saftige Preise, Jens. Aber Starbucks mit frischen Quartalszahlen am Mittwoch nachbörsig hat das Unternehmen einen Rekordumsatz gemeldet. Allerdings aufgrund gestiegener Ausgaben brach der Gewinn deutlich ein. Wie schätzt du da die weiteren Aussichten für das Unternehmen ein? Eigentlich hatten wir das Thema ja schon gerade. Das ist wieder der Fall Inflation, ne? Also natürlich, die Geldmenge erhöht sich, aber gleichzeitig steigen Lohnkosten, es steigen die Mieten, es steigen die Energiekosten, denn dieser Geschmackszusatz mit Kaffeearoma, diese Sirup-Pampe, muss sich warm gemacht werden. Kalt schmeckt es wahrscheinlich noch abscheulicher. Dann gibt es Leute, die 5,19 Euro für einen kleinen Small Smashing Pumpkin mit Gewürzgurken, was weiß ich, Aroma hinlegen. Man gönnt sich das, ne? Ja. Ich persönlich, aber du merkst vielleicht eine kleine Abneigung bei mir raus, weil es gibt ja da so Kaffeebohnen, das ist so ein Thema, die werden von Katzen gefressen und hinterher werden die ausgekackt und dann kommt jemand und wühlt die aus der Kacke raus und dann sind die besonders fermentiert und schmecken dann exorbitant besser und da kosten 100 Gramm Kaffee, ich habe es geschaut, 12,99, 100 Gramm und dann kommt Starbucks und matscht da irgendwie so einen Vanilleschlamm drauf und sagt, so bitte, da könnte ich... Da koche ich dann so innerlich, weil ich sage, das ist doch kein Kaffee mehr, Leute. Dann nehmt doch den guten von Ja oder was und rührt euch den ein und würzt dann Maggi drauf. Dann habt ihr den gleichen Effekt. Aber ich mag ja Starbucks gar nicht kaputt reden, ich bin derselbe Aktionär. Von daher freue ich mich ja darüber. Ich wundere mich immer über das Wachstum immer noch. Mhm. Weil also, wenn in Weiherhammer in der Oberpfalz ein neues Einkaufszentrum gebaut wird, dann wird zuerst der Starbucks geplant und dann wird sich geschaut, ob noch Klos braucht oder sowas. Also jedes Einkaufszentrum hat mindestens einen Starbucks und noch einen neben der Parkhaus und noch einen bei der Spielwarenabteilung, so ein kleines Outlet, wo man die auch noch kaufen kann. Und es wächst und wächst und wächst. Ja, der Umsatzrekord ist da, das heißt, in Summe stimmt das Wachstum noch, aber die Kiste ist halt auch teuer. Also das KGV ist 30. Dividendenrendite so bei 2,3% und sie steigt nicht mehr ganz so. Also man ist keine 18 mehr bei Starbucks, man ist jetzt Mitte 30 und kümmert sich langsam schon darum, ob man ein Eigenheim findet mit Gartenzwerg. Also die große Raketenzeit ist vorbei, man ist nun so im Level Flight angekommen. Aber ganz klar eine Aktie, die weiterhin, und solange es den Menschen gut geht, und das tut es in den USA, und das Asiengeschäft ist auch noch da, solange das weiterläuft, wird auch Starbucks weiterlaufen und moderate Erhöhungen hinbekommen von, ja, im knapp zweistelligen Bereich. Also es gibt schlimmere Wege, sein Geld zu parken als bei Starbucks. Aber also mich macht es jetzt nicht feucht im Schritt. Also ich persönlich, ist eine gute Beimischung. Wie das Macadamia Nutschfutsch zum Kaffee. Okay. Der Tobi fragte gestern im Chat, warum ist denn Orsted so abgeschützt als Pendant zu Encavis? Und der Andreas hat daraufhin geantwortet, gibt es bei Orsted nicht Pläne zur Zerschlagung durch den dänischen Staat? Jürgen, was sagst du dazu? Also in Bezug auf Orsted habe ich da persönlich jetzt nichts in Erfahrung bringen können, was da dran ist. Ich meine, man redet ja bei Norwegen davon, dass die irgendwie ihre Ursprungsrechte bei Fischen und dass das alles allen gehört und dass man das Sondersteuern erheben will. Ich meine, Orsted ist halt auch nicht billig, sagen wir es mal so. Er ist natürlich einer der größten Betreiber von Onshore-Offshore-Windenergie. Ja, und man hat jetzt sogar die Prognosen erhöht. Also eigentlich erwartet man jetzt in dem Jahr sogar beim Gewinn einen Sprung auf 2,77 bis 3,03 Milliarden Dollar, also etwas mehr als zuvor erwartet. Und aber wenn wir uns jetzt die Bilanz eben anschauen von Orsted, KGV jetzt auf die Schätzung dieses Jahr 40,
Gut, nächstes Jahr geht es dann wieder runter Richtung 25. Klar, Dividende ist attraktiv, 2% knapp, immerhin. Ich meine, da muss man der Branche erstmal da fündig werden. Ich weiß es nicht. Ich kann das schwierig beurteilen. Also ich würde da natürlich so eine Aktie, die war im Hoch bei 180 Euro, jetzt sind wir bei 84. Rein technisch könntest du da auch mal irgendwie wieder einen Boden bilden. Ich meine, an für sich brauchen wir ja solche Unternehmen. Genauso Volker hat ja die PNE gestern ins Börsenspieldepot genommen. Ja, eine Encavis haben wir jetzt hier auch im Vergleich. Ich meine, die Betreiber dieser Windparks, ja, oder auch Solarparks, die verdienen natürlich künftig ordentlich Geld. Ja, eine schöne Beimischung ist es. Mir fehlt zwar trotz allem irgendwie immer so der direkte Bezug dazu. Ich bin da eher in, ich investiere lieber in die Firmen, die, ich glaube, das ist eher sogar dem Jens seine Spielwiese. So Unternehmen, die einfach, die verdienen und die schütten Dividenden aus und irgendwas, kaufen sich Zeug bei uns hin oder kaufen zu und machen und tun. Ich bin ja eher so derjenige, der sich freut, wenn irgendwelche was entwickeln und machen und tun, ja. Also eine Encavis finde ich da aktuell schon ein bisschen spannender, ja, weil irgendwie, ich glaube, dass die Luft nach oben, gerade jetzt mit dem Bezug auf den deutschen Markt, weil wir Deutschen, wir wollen ja die Welt retten und von daher brauchen wir noch viele Solar- und Windparks und Encavis, die kaufen da immer zu und die machen und tun und da finde ich jetzt noch mehr Potenzial. Bärenberg sogar Encavis jetzt Kursziel erhöht auf 24 Euro und ich glaube, wenn die Aktie jetzt sowieso mal diesen technischen Widerstand bei 20 Euro irgendwie aus dem Weg nimmt, da kann es da weiter nach oben gehen. Dividendenrendite ähnlich eigentlich wie bei Orsted. Und ich weiß gar nicht, Jens, wie es mit wiederum diese Steuerproblematik Dänemark aussieht. Da bleibe ich dann doch lieber hier in Deutschland. Also die Dänen sind bei der Steuer eigentlich ziemlich cool. Also Ja. die sind sofort per Du mit dir im Finanzamt und das ist eher so wie Kaffee trinken mit Freunden, wenn man in Dänemark Quellensteuer macht. Da bin ich hinterher, habe ich immer so ein leichtes Lächeln im Gesicht und sage, das war aber echt mal wieder nett. Während du also bei Frankreich auf Granit beißt und Italien, die sagen da so, ja, und in 12 Jahren könnte das Geld eventuell bei ihnen eintreffen, wenn Giacomo aus der Kur zurück ist. Also deswegen, wenn Quellensteuer, dann Und wie Dänemark. würdest du wählen, Orsted oder Encavis? Encavis ist ganz klar, Orsted ist tatsächlich ein teurer Brocken, aber sie Ja. haben halt wirklich beeindruckende Windparks. Aber wenn Offshore-Wind, dann SSE würde ich mal vielleicht in den Ring werfen oder eine BP. Die böse, böse, schmutzige British Petrol ist tatsächlich ein sehr großer Windparkbetreiber geworden. Absolut, ja. Die Und investieren ja alle wie Hulle in diesen Sektor. dein Liebling Total, Jürgen, ist auch total engagiert Genau, in der Sache. genau. Eben. Herr Franzosen. Ja, gut, das ist der Nachteil. So, die Prinzessin Diana von Baden hat gestern gefragt, wie tief die Adidas noch fallen kann und ob unter 90 Kaufkurse sind. Und der Mate hat sich hiermit eingebracht und sagt, er würde erst ab 60 Euro kaufen. Oder, ja, es wurde also heftig diskutiert, ab wann man denn wieder bei der Adidas einsteigen kann. Was meinst du, Mick? Heute steigt ja die Aktie wieder kräftig. Ja, heute geht sie tatsächlich mal nach oben über 5%, ähnlich wie Puma auch. Aber wenn man mal überlegt, dass die Adidas-Aktie, naja, 62% an Wert eingebüßt hat, Puma gut 56% an Wert, dass die Aktie im Hoch bei 296 lag und heute mal gerade noch bei 99, das ist natürlich schon ein herber Rückschlag. Ich meine, wir haben ja am Anfang erläutert, dass wir die möglichen Lockerungen gerade in China sehen, in Bezug auf die Null-Covid-Politik. Und das hat halt eben heute auf jeden Fall dazu geführt, dass vor allen Dingen die Sportartikelhersteller wie eine Adidas, auf der anderen Seite auch eine Puma, tatsächlich heute mal ein bisschen raufgehen. Aber wie gesagt, das kann auch nur ein kurzfristiger Tropfen auf einen äußerst heißen Stein sein, muss man sagen. Also, meine, bei Adidas kommt natürlich jetzt auch das Thema Charttechnik mit ins Spiel. Und da hören wir halt eben vielfach, dass sich das Bild erst aufhält, wenn die Aktie bei über
120 steht, ja. Und ich meine, da haben wir ja momentan auch Bewertungen im Markt. Und zwar Bankhaus Metzler sagt zwar Kursziel 132 Euro mit Kaufen, weil die Aktie aktuell so billig ist. Aber wie gesagt, wir haben nach wie vor noch das große Thema China. Das muss sich erst bestätigen, dass die Lockdowns tatsächlich aufgehoben sind. Zudem haben wir natürlich auch ein sinkendes Verbrauchervertrauen, sinkende Verbraucherstimmung. Ich meine, wir sehen es ja, die Konsumenten sind halt eben momentan nicht so unbedingt drauf aus, tatsächlich shoppen zu gehen. Dazu hat Adidas noch den Malus, dass man wirklich hohe, hohe Lagerbestände hat. Und meine, demnächst kam ja dann auch die Meldung, dass man die Kooperation mit Kanye West zuerst einmal natürlich an den Nagel hängt, weil der sich halt eben antisemitisch geäußert hat. Jetzt darf man aber nicht vergessen, dass Kanye West keine kleine Nummer war für Adidas, muss man sagen. Ja, und ich meine, der hat Adidas gerade im letzten Jahr mit seiner Marke Yeezy 1,7 Milliarden Euro Umsatz eingebracht. Und das waren immerhin 8% des Jahresumsatzes. Also das war natürlich jede Menge. Das wird natürlich jetzt dementsprechend auch alles wegfallen. Meiner Meinung nach hat natürlich auf der einen Seite gesagt, nee, da wollen wir nicht weitermachen, mit so einem Mann wollen wir nicht zu tun haben. Kann man durchaus verstehen, ist auch letztlich richtig, gar keine Frage, damit man halt eben dementsprechend nicht noch Schaden nimmt von Unternehmensseite aus. Aber man muss natürlich jetzt diesen Umsatz zuerst einmal irgendwo natürlich versuchen zu kompensieren. Also die Herausforderungen sind für Adidas dieses Jahr im wahrsten Sinne des Wortes sportlich, ähnlich wie für Puma auch. Und wir wissen ja noch nicht, wer jetzt kommt, weil der alte Vorstandsvorsitzende wird ja nun das Unternehmen verlassen. Wer neuer Chef wird, das wissen wir noch gar nicht. Und der wird sich natürlich vor allen Dingen auch zuerst mal um das China-Geschäft kümmern müssen. Ich meine, das hat Kaspar Rohrstedt zwar schon gemacht, er hat ja schon Veränderungen herbeigeführt. Er hat ja dort einen asiatischen neuen, sagen wir mal, District Manager für China eingesetzt, der halt eben auch die Mentalität dort unten versteht. Aber das geht halt eben alles auch nicht so wahnsinnig schnell. Das heißt, Adidas hat momentan sehr, sehr viele Baustellen. Die Aktie, wie gesagt, ist günstig. Wir liegen gerade bei 99 Euro. Aber dass die nicht noch weiter runterkommt, das kann man aktuell nicht sagen. Das ist durchaus noch möglich. Also Beruhigung kriegen wir hier erst ab 120 Euro, zumindest rein charttechnisch. Ich hatte ja gestern die Hershey-Aktie vorgestellt mit den leckeren Reese's. Übrigens, die Verpackung ist schon all. Also ich konnte mich da gestern nicht zurückhalten. Die waren so lecker. Und da kam nämlich die Frage auf nach General Mills. Das ist ja ein Konkurrent. Und der Du Hanks möchte wissen, was haltet ihr von General Mills? Da gehört ja auch Häagen-Dazs, also dieses leckere Eis dazu. Und es ist auch eine Lieblingsaktie vom Jürgen Schimanski. Der hat die wohl auch im Depot und er schreibt, die haben sogar eine gute Dividendenrendite. Jens. Tja, General Mills, was halten wir von denen? Eigentlich das Gleiche, was wir vor 4 Wochen schon von ihnen gehalten haben. Da war General Mills nämlich schon mal hier Thema. Aber du hast da gestern, wie gesagt, was losgetreten. Also du hast da eine Süßigkeiten-Diskussion entfacht im Chat. Plötzlich ging es auch darum, dass das gar nicht alles von Hershey's ist, was du hochhältst. Das ist doch alles von Nestlé. Und überhaupt Rollo ist von Nestlé und KitKat ist von Nestlé. Die weiß ja gar nichts. Nein, ja, die haben ja die Rechte, das Ganze in Amerika zu vertreiben. So habe ich genau. Denn wenn Nestlé jetzt mit so einem Segelboot sein Zeug über den Atlantik schippern würde, das käme da an, das würde keiner mehr anrühren wollen, wenn es die Möwen nicht schon gefressen hätten, ja? Also man muss also die Transportwege betrachten und man kann sich Schokoriegel nicht leisten, mit der Concorde über den Atlantik zu schießen. Deswegen, das ist alles so eine Sache, man braucht lokale Vertrieb und Hershey's ist halt in USA der Vertrieb für viele prominente Nestlé-Marken. Und jetzt schieben wir den Bogen rüber zu General Mills. General Mills ist auch mit Nestlé im Bett, nämlich die machen sozusagen den Vertrieb für die ganzen Müsli-Marken von Nestlé. Das nennt sich CPW, Cereal Partners Worldwide, weil auch so ein Müsli leidet, wenn es auf feuchtem Deck über das Meer gefahren wird. Nachts zieht die Feuchtigkeit unter die Tücher, tagsüber knallt die Sonne drauf. Was da ankommt, ist dann bestenfalls Kompost. Kann man dann bei Starbucks in den Kaffee mit reinrühren oder sowas. Also das ist nicht im Sinne des Anlegers. General Mills, ja, und dann hatten wir doch die Mondelez auch ganz heiß diskutiert. Das ist dann der Rest. Milka, ehemals Kraft Heinz war das ja früher, Oreo, Chips Ahoy. Und die alle bilden momentan so einen ganz starken Pfropf im Depot. Ein Pfropf aus Zucker und Fett,
der eben in Krisenzeiten warm hält. Und genau das erleben wir gerade. Also all diese Aktien haben eins gemeinsam. Sie sind beliebt wie Dieter Bohlen beim literarischen Quartett. Nämlich überall wird gemeckert, macht dick und dritte Welt und Müllproblem. Andererseits sind das natürlich die Aktien, die Leute sich immer wieder in den Einkaufswagen legen. Und sind halt so eine Art Notnagel, gerade in den Zeiten, wo keiner weiß, wie es weitergeht. Schokolade ist immer eine Lösung, genau wie Alkohol. Mick wurde gestern mit Brown Forman in Kontakt gebracht. Ich weiß mit gar wem? Nicht. Brown Forman, Jack Daniels. Ah, Jack Daniels, ja. Vielleicht ging es um deine schöne rauchige Whisky-Stimme. Wahrscheinlich. Irgendjemand hat ja gestern von Mick ein Männerdepot erwartet. Ja, genau. weiß gar nicht, wie das irgendwie entstanden ist, das Gerücht, wann der Mick mit seinem Männerdepot kommt. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Wäre aber mal eine interessante Lösung, vielleicht fürs nächste Mal das Männerdepot. Ich sehe den Mick schon am Klavier stehen und Champagner für die Damen singen, so in Harald-Junke-Manier. Auf der Abschiedsshow. Merkt euch das mal vor, Chinchillas sollen schon mal üben. Ja. es ist natürlich eine gute Aktie. Die haben alle so ein KGV zwischen, also die teuersten sind deine Hershey's tatsächlich. Die sind momentan die teuerste Aktie mit 29 KGV und einer Dividendenrendite von 1,6%. Dennoch kamen heute gute Zahlen, 15% plus im Sales, Nicole. Eigentlich sollten die wie ein Korken durch die Decke gehen. Tun sie aber nicht, weil es ist halt doch nur ein Kakaorührer. Die machen seit 100 Jahren das Gleiche. Sie rühren Kakao und Fett so Brei und tüllen das in Packungen. Da erwarten wir jetzt keine Explosionen mehr. Also für den richtigen Sieg wird es noch nicht reichen für das Luxushotel, Nicole. Das vielleicht reicht es für Fels in der Brandung im Depot. Ja. Wenn sie langsam und stetig nach oben klettert bis Ende des Jahres, bin ich schon zufrieden. Vielleicht reicht es für den dritten Platz. Das ist deine Frühstückspension in Mettmann. Die Kate ist für den Turbo zuständig. Das ist euer Kifferding. Denn man kann ja, was die wenigsten wissen. Immer nicht die Nicole. Ja. Was die wenigsten wissen, man kann aus Cannabis auch Kuchen machen und Kekse. Und vielleicht kommt da Mondelez und Hershey's auf eine ganz neue Kombination. Und die gibt es dann am Abschlussparty dann am Börsenspiel. Genau. Oder was sie da vernaschen. Jedenfalls, klar ist General Mills eine tolle Aktie für Leute, die es nicht allzu eilig haben. Man hat so ein Wachstum von 5-6% per annum und man hat eine Ausschüttung von 3% ungefähr. Zwischen 2 und 3% haben die eben alle. Auch die Kellogg kann ich da empfehlen. Und wer gerne sich mit Schweizer Behörden rumärgern mag, der soll die Nestle ruhig nehmen. Also, Ja. Dann ein ganz anderes Thema. Schauen wir auch mal wieder in den Kryptobereich. Hier ist ja zuletzt etwas ruhiger geworden. Wir bilden gerade so eine Seitwärtsphase aus. Frische Zahlen gab es von Coinbase. Ja, Jürgen, wie sind die ausgefallen? Ja, also Coinbase ist natürlich völlig abhängig von dem, wie am Kryptomarkt agiert wird. Ja, und die haben ein schönes Jahr gehabt, wo es natürlich mit Bitcoin und Co. richtig nach oben ging. Da wurde gehandelt, getradet, gemacht. Da hat man ordentlichen Gewinn auch erzielen können. Aber aktuell geht es halt schwierig daher. Der Nettoumsatz jetzt im abgelaufenen Quartal 576 Millionen Dollar. Ja, ein Jahr zuvor waren es noch 1,2 Milliarden. Ja. Und im Vorquartal 803 Millionen. Also es geht per se abwärts. Und natürlich ist es die Frage, wie weit geht das Ganze noch? Ja, also man hat ja schon einen Stellenabbau angekündigt, fast ein Fünftel soll da weg, fast 1000 Stellen. Und jetzt muss man mal schauen. Ich meine, immerhin Börsenwert noch 10,9 Milliarden Euro defizitär, ja, negativer Cashflow. Man hat aber noch, ist doch gut finanziert, ja, will ich mal sagen. Und es ist halt eine Wette für mich auf ein Comeback der Kryptos, ja. Wenn es da wieder aufwärts geht, wenn da wieder mehr investiert wird, dann wird man auch wieder sich mit Coinbase beschäftigen. Aber das ist halt echt ein Zock. Also ich bin da eher, ich habe ja auch ein bisschen was in dem Sektor, aber ich bleibe da bei Bitcoin und Ethereum und investiere lieber direkt in die Coins als in die Plattform. Das ist halt eher so, ich bin halt eher der Direktinvestierer als der die Schaufel und Bagger kauft. Also ist halt mein Ding. Aber wie gesagt, aktuell, ich weiß es nicht, da wäre ich noch mal ein bisschen zurückhaltend. Unsere Kate hat das Ganze ja auch immer auf dem Schirm. Sie hat mir schon geschrieben, wir brauchen noch eine Kryptoaktie. Da ist im Moment, da geht wieder was. Naja, mal schauen. Vielleicht gräbt sie was. Das wird sicherlich wieder werden, ja. Ja.
Der Mate wünscht sich für heute, dass wir uns doch mal die Deutsche Post wieder anschauen. Ja, die Quartalszahlen sind ja für den 8. November geplant. Mick, glaubst du an ein starkes Weihnachtsgeschäft in Sachen Pakete und so weiter bei der Deutschen Post? Wie sieht's da aus? Da glaube ich dran. Aber tatsächlich die Zahlen am 8.11. Aktie liegt aktuell bei 35,30, muss man sagen. Und man rechnet auch damit oder man hat schon gehört, dass an diesem 8.11. vielleicht auch nochmal die Jahresprognose angehoben werden könnte. Das würde natürlich dementsprechend nochmal ein bisschen Push für die Aktie bedeuten. Vor allen Dingen, wo wir ja seinerzeit das Desaster im Juni gesehen haben vom großen Wettbewerber und Konkurrenten FedEx. Ich kann auch daran erinnern, wie die Märkte da zuerst einmal ordentlich abgegeben haben. Denn FedEx hat zumindest schon mal sein ausgegebenes Gewinnziel komplett kassieren müssen. Also da ist die Deutsche Post DHL dann doch schon etwas besser aufgestellt. Meine, man hat ja momentan den noch CEO-Vorstandsvorsitzenden Frank Appel mit im Boot. Und jetzt geht es natürlich ganz klar darum, wie sieht es aus bei den Sendungsmengen im Geschäft zwischen Firmen und Privatkunden. Da scheint man sich wohl aktuell verbessert zu haben. Aber man hat auf der anderen Seite auch eher eine nachlassende Nachfrage im Firmenkundengeschäft. Klar, das Thema DHL, das Netzwerk, das ist natürlich gerade sehr, sehr gut ausgelastet, muss man sagen. Und wenn man auf die vorläufigen Zahlen schaut, dann waren die bis dato gar nicht schlecht. Operativer Gewinn von knapp über 2 Milliarden Euro. Und das wären immerhin 15% mehr als noch ein Jahr zuvor. Naja, und jetzt muss man gucken, ob das auch wirklich hinkommt, dass man in den ersten 9 Monaten tatsächlich rund 6,5 Milliarden Euro verdient. Das allerdings alles ab 8.11. Dazu hatte man natürlich auf der anderen Seite auch so ein bisschen den Malus, mit dem schlechten Ruf zu kämpfen, weil natürlich man gemerkt hat, dass sich viele, viele Bürger beschwert haben, dass ihre Post, ihre Sendungen gar nicht angekommen sind. Und so sind alleine 11.500 Beschwerden wegen verlorener oder verspäteter Sendungen bei der Bundesnetzagentur eingegangen. Also das sind nur die, die sich wirklich beschwert haben. Wie viele da eher in die Tischkante oder sonst wo gebissen haben, das wissen wir natürlich gar nicht. Ja? Also diese 11,5, das ist natürlich schon etwas, da muss natürlich die Deutsche Post massiv dran arbeiten. Aber die sagen natürlich auch, ey, wir haben Corona gehabt, da haben uns viele, viele Mitarbeiter bis zum Teil 30% gefehlt, gerade in den Hotspots. Generell Fachkräftemangel bzw. Personalmangel, da leiden ja auch andere Unternehmen mit. Und dementsprechend muss man sich jetzt natürlich auf das Weihnachtsgeschäft natürlich rüsten, weil da erwartet man natürlich ein immenses Sendungsaufkommen. Ja, und wenn man sich da mal überlegt, dass man so 11 Millionen Pakete pro Tag in der Vorweihnachtszeit erwartet, ja, dann muss man natürlich auch zuschauen, dass das auch befriedigt werden kann, bevor man sich noch nur Unmut, Ärger der Bevölkerung, der Kunden anhört. Aber ansonsten meine, ich bin ein Freund der Deutschen Post, der Aktie Gelb. Ja, ganz klar, es ist für mich auch ein Blue Chip und vor allen Dingen meine, man hat natürlich auch mit der Deutschen Post eine Dividendenperle im Portfolio. Ja, und aktuell kriege ich sie halt eben relativ günstig für 35,29. Und wie gesagt, da sollte noch einiges an Luft drin sitzen und ich erwarte wirklich ein grandioses Weihnachtsgeschäft. Dann kommen wir zur letzten Frage. Gestern gab es noch Fragen, was denn eigentlich Uniper macht. Ja, Jens, da hast du ja gestern schon geantwortet. Uniper hat heute den größten Verlust aller Zeiten vorgelegt. Die Aktie gab 5% nach. Der Boden ist wohl ziemlich nah. Und daraufhin hat der Hasso Hinner geantwortet, bei Uniper gibt es keinen Boden. Da zockt der Habeck mit. Ja. Interessant. Das ist natürlich, ja, ich freue mich schon auf die Hauptversammlung, wenn ich als letzter verbliebener Aktionär mit Robert Habeck mich um den Kuchen streite. Und ich werde den Moët Champagner alleine trinken. Es ist so, Uniper, also ich, wer jetzt eine Kaufempfehlung erwartet und sagt, der Will hockt sich wieder in allen Nesseln, nein, die kommt natürlich nicht. Also ich werde zu Uniper natürlich keine Kauf- oder Verkaufempfehlung abgeben. Ich will nochmal zusammenfassen, Uniper, Unique Performance heißt das übrigens. Also einzigartige Performance hat man wirklich hingelegt, so wie ein Flugzeug ohne Triebwerke, das kurz vorm Aufprall jetzt steht und der Pilot fragt,
Zündschlüssel links oder rechts hin? Wie war das? Also es wird knapp bei Uniper. Man hat einen 3 € Kurs und pro Aktie einen Verlust von 20 Euro. Also sieht jetzt, es gab, ich habe schon fröhlichere Prognosen gelesen, habe auch schon schlimmere gesehen. Ich war mal in einer Aktie beteiligt, die hieß Schaltbau und da war der Kurs noch 7 Euro und der Verlust war 70 Euro. Also das gibt, und auch die haben überlebt und auch die haben restrukturiert und haben dann ja, ein klärendes Gespräch mit den Banken geführt, Abschreibungen gemacht und es gibt eben den Weg. Was ich immer wieder lese auf Quatschportalen wie NTV ist, Uniper wird verstaatlicht. Nein, das werden sie nicht. Sondern sie werden verwässert. Also sie haben den finnischen Anteil von Fortum, haben sie einverleibt sich als Staat und wahrscheinlich wird am Ende aller Leidenswege 98,5% dem Ropsi gehören und der Rest jedem, der dabei bleibt. Also ich habe nicht vor, mein abzugeben. Ich habe die eh geschenkt bekommen. Das ist ja so eine Art Splitter von der E.ON, die damals geplatzt ist. Nur war das lange der erfolgreiche Splitter und jetzt, also noch vor einem Jahr, flogen bei Uniper die weißen Tauben aus den Gesäßtaschen, ja? Also das war, der Gaspreis stieg und Uniper hat sich gefreut und gesagt, toll, der Gaspreis steigt, wir werden reich. Und dann stieg der Gaspreis mal so richtig und dann plötzlich hat Uniper, das war so wie ein schwarzen Peter. Der Kleinkunde sagt, ich habe einen Vertrag mit dir, die Stadtwerke sagen, ich habe einen Vertrag mit dir und Uniper sagt, ich habe einen Vertrag mit Wladimir. Und Wladimir hat aber vorher mit der Bundesregierung sich so überworfen, man hätte vielleicht miteinander reden sollen. Das sollten Politiker eh viel öfter machen. Reden und zuhören, damit sie mal was lernen. Denn das ist gerade ein ganz schwieriges Thema. Gerade wenn man von der Straße kommt und vorher vielleicht Kinderbücher geschrieben hat, dass man mal lernt, wie der Laden funktioniert, bevor man die Welt in einen Chaos nach dem anderen stürzt. Aber ich will nicht schon wieder abschweifen, die Politik. Uniper wurde am Altar der deutschen Ampelpolitik geopfert. Und kurz bevor man ins Herz stechen wollte, hat man gemerkt, können wir vielleicht doch noch brauchen, die Gasleitungen. Eventuell führen die irgendwo hin zu Häusern, die dann einen warmen Winter haben damit. Also man hat diese Firma nicht sterben lassen können und nur deswegen wird dieser Totentanz gerade überhaupt erst aufgeführt. Ich könnte kotzen in zwei breiten Strahlen, wenn ich an diese Sache denke, die da abgezogen wird. Und merke auch schon wieder, dass ich vielleicht echt rot werde. Natürlich sind die kein Kauf momentan. Aber hat der Jürgen auch vorhin schon angesprochen, die Gaspreise kommen gerade zurück und zwar gewaltig. Denn auch Herr Putin vertut sich manchmal und hat gedacht, wir brauchen ihn ganz, ganz dringend. Er hat auch übersehen, was Herr Habeck übersieht. Es gibt sowas wie einen Weltmarkt. Und momentan, jeder, der irgendwo Gas in der Hose hat, kommt nach Deutschland und leert es hier aus und sagt, da habt ihr. Es kommt momentan Gas aus allen Ecken und Enden der Welt zu uns, weil wir jeden Preis hinlegen. Norwegen pumpt sich zu Tode, um unsere Speicher zu füllen. Und er hat langsam das Gefühl, dass wir Russland gar nicht so dringend brauchen und der Spotpreis fällt. Und das wird auch Uniper helfen. Und Uniper ist nicht tot. Und Uniper ist nicht nur Erdgas an all die das immer da draußen verbreiten. Uniper macht auch Strom, auch regenerativen Strom. Uniper hat Windparks, Solarparks. Uniper ist nicht die Wirecard. Auch das habe ich gestern gelesen. Nein, hier geht es nicht um Betrug. Hier geht es nicht um Geschäfte, die gar nicht stattfinden. Sondern Uniper verdient auch Geld. Und zwar richtig Cash. Und Uniper ist auch beim MIG zu Hause im Wasserstoff. Also Uniper macht wirklich eine ganze Menge. Ich würde sie noch nicht beerdigen, denn dieser Zombie lebt noch und der kann noch gewaltig was auf die Beine stellen. Deswegen, ich bleibe dabei. Meine 1,5% kriegt die Regierung nicht. Also mein Teil von 1,5%, da können sie sich querstellen. Und ich freue mich auf den Tag, wenn die erste Dividende kriegt und ich mit Robert gemeinsam anstoßen mit unserem Moët Chandon, den wir von Nicoles dritte Prämie aus dem Börsenspiel dann abgezweigt haben. Vielen Dank, Jens. Eins musst du mir noch zum Schluss verraten. Woher hast du immer deine coolen Sprüche? Kommen die so locker flockig oder denkst du die dir vorher aus? Weil das ist ja schon großes Kino. Da frag doch mal deine Kollegin Katja nach Tilray. Das hilft ungemein, dieses Zeug. Davon so ein Pfund vor der Show und. Okay, dann danke ich euch drei für die Einschätzung zu den einzelnen Themen. Und ich habe mir noch was Witziges zum Schluss überlegt. Ich habe natürlich heute Morgen mir nochmal den ganzen Chat angeschaut und bin den so durchgegangen. Und ich küre jetzt jedes Mal die witzigsten und coolsten Kommentare. Und da habe ich mir diesmal zwei rausgesucht. Ja, der Schnuffel99 hat geschrieben, da muss ich erstmal überlegen, was er meint. Nicole könnte schon etwas nachtunen. Ja. Also, um was ging es? Ging natürlich um meine Haare. Also nächsten Dienstag. Das vermutest du. Doch, es wurde dann weitergeschrieben. Also es ging um meinen Haaransatz. Also der ist nächsten Dienstag weg.
Also Schnuffel, mach dir keine Sorgen. Und dann kommt der Kommentar des Abends für mich. Der Lars hat geschrieben, Mix Bass trümmert mir die Nierensteine raus. Also ich musste heute Morgen so lachen, als ich das gelesen habe. Also Mick, deine Stimme. Das waren wahrscheinlich die Vertonungen von all unseren Trailern, die wir drin hatten. Ja. Weil was da der Fall natürlich war, wir waren noch nicht perfekt ausgesteuert. Also wir, die Sprecher in der Show, wir waren eher leise im Gegensatz zum Zoom und vor allen Dingen die Trailer. Also wer jetzt bei uns dann hochgedreht hat, ja, während wir in der Sendung aktiv waren und dann kam der Trailer, ja, dem sind wahrscheinlich tatsächlich die Nierensteine durch die Ohren rausgerumpelt. Ja. Und Nicole, du bist gar nicht wirklich blond, das haben wir jetzt gelernt. Ja. Du bist eine Fake-Blondine. Genau. So ist es, genau. Also immer schön fleißig kommentieren. Ihr, wenn ihr witzige Kommentare schreibt, dann kommen die am nächsten Tag hier in unserer Sendung. Ja, ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen, liebe Zuschauer. Dann gebt uns gerne ein Like und gerne weisen wir schon auf die nächste Börsenshow hin. Die ist nämlich dann wieder am Donnerstag, den 17.11. und diesmal mit Lars Eriksen hier. Und natürlich, wer wissen will, ob die Depot-Teilnehmer schon nächsten Donnerstag wieder aktiv werden, genau, der soll unseren Newsletter natürlich abonnieren. Der ist ja auch kostenlos, ja, weil wir euch dann auf den Laufenden halten, wenn der Folger oder auch die Nicole ihren Positionen noch was hinzufügen oder vielleicht sogar schon etwas verkaufen. Nachtunen. Nachtunen, genau. Wer weiß das schon, ja? Also, da würde ich auf dem Laufenden bleiben. Aber an der Stelle auch erstmal allen herzlichen Dank, die da gestern wirklich anderthalb Stunden oder eine Stunde 40 durchgehalten haben. Aber wie gesagt, wir tun unser Bestes. Wir wollen das ja auch ein bisschen unterhaltsam machen. Haben da immer ein paar witzige Ideen dabei. Und weil wir einfach Börse aus diesem trockenen Glasballast rausbringen wollen, hin in die Kneipe. Das ist ja unser Ansinnen und da haben wir viel, viel Arbeit auch reingesteckt. Und ich glaube, wir haben uns alle jetzt erstmal ein Wochenende auch verdient. Ja. Und ihr da draußen natürlich sowieso auch. Und von daher sage ich erstmal an der Stelle euch da im Chat hier Dankeschön und im Zoom und natürlich unseren Technikern, allen, die da mitgewirkt haben. Und euch da draußen natürlich schönes Wochenende. Wir sehen uns dann erstmal wieder am Montag, wenn der Mick die nächsten Nierensteine zertrümmert, live vom Frankfurter Parkett. Ja, und den QR-Code nicht vergessen für alle die, die sich dann trotzdem noch beteiligen wollen am Börsenspiel. Ja, der wird ja vielleicht nochmal geblendet oder liegt unter dem Video, dass man sich da schon mal einwählen kann bei Active Trades, unserem Partner, und dazu ein bisschen spielen kann, die Plattform kennenlernen kann und dann vielleicht auch aktiv mit am Börsenspiel dabei ist. So sieht's aus. In diesem Sinne, macht's gut.